Hart erarbeitetes Geld von Schülern des Streusäcker Gymnasiums in Form einer Spende sollte am 19. Juni in den Spendentopf des Burgenlandkreises fließen. Doch wie kam es dazu? Wir haben im letzten Schuljahr an einem Wettbewerb teilgenommen, der das Wirtschaftswissen fördert, indem wir einfach eine Bank virtuell bekommen mit einem Startkapital und dort das Geld anlegen können, mit Zinsen variabel unser Kundenportfolio verändern können und so virtuell eine Bank leiten können. Und da haben wir es geschafft, indem wir zusammengearbeitet haben, in die Bundesrunde zu kommen, und dann sind wir nach Potsdam gefahren und da wurde alles nochmal auf Null gesetzt und dort haben wir mit 19 weiteren Teams um den bundesweiten Sieg gekämpft, mit Beteiligung aus der Schweiz und aus allen Bundesländern. Und dann hatten wir das Glück, den dritten Preis davon zu kriegen, mit einem Geldpreis von 2000 Euro, der angelegt ist, in der Schule und in der Region auch das Wirtschaftswissen zu fördern und auch so die Bildung in der Region, wo wir herkommen, zu fördern. Beim Neujahrsempfang des Landrats hatten wir den Spendenaufruf mitbekommen und hatten gesagt, einen Teil des Geldes können wir ja reservieren und auch dem Burgenlandkreis zur Verfügung stellen. Landrat Götz Ulrich hatte die Spende gern entgegengenommen. Wofür die 500 Euro konkret verwendet werden, war bei der Spendenübergabe noch nicht entschieden worden.